Ah ja, wenn man da hingeht, wird man rausgezogen bei mir jetzt. Hallihallo, hier ist wieder Tommy und wir spielen weiter mit Lego Star Wars 3 The Clone Wars zusammen mit dem Twissy. Moin moin. Auf den Namen Captain Rex zu verprügeln. Und jetzt darfst du mal richtig lesen. So, jetzt geht's ab bei die Zerstörung der Malevolence, der tote Mond von Antar. Wollen wir das Ding mal kaputt machen, ne? General Grievous. Kapitel 3. Die Zerstörung der Malevolence. Streitkräfte der Republik stehen kurz davor, den Sieg über General Grievous und sein ramponiertes Schiff, die Malevolence, zu erringen. Jedoch sind Padma Amidala und ihr Protokolldruide C-3PO dabei, ungewollt zu Spielfiguren der gerissenen Separatisten zu werden. Ah, jetzt locken die da so hin, stimmt, ich erinnere mich. Dreimal darfst du raten, welchen Charakter ich natürlich jetzt wieder spielen darf. Denke mal, Padma Amidala darf ich spielen. Ich gehe stark davon aus, ja. Mann, mir ist so langweilig, Twissy-Bot. Schießen die nicht weiter auf das Schiff? Jetzt spielen doch die beiden. Ja, perfekt. Ich wollte schon sagen, next Twissy-Bot hier. Die schießen da glaube ich nicht weiter drauf, weil da jetzt die Padma als Gefangene drin ist. Ja, aber davor hat auch keiner drauf geschossen gefühlt. Haben einfach keine Lust, die genießen den Sieg. Die kosten den richtig aus. Scheint so. Ja, in der Malevolence kennt man es, die guten alten Türen, die nur für Klone von Klonen geöffnet werden können. Warum auch immer. Ja. Na gut, der R2 darüber wahrscheinlich, oder? Ich kann's nicht. Ja, jetzt kommt da eine Brücke oder so. Ja, muss ja. Ah, der Zug. Ja, der Zug hält an, ja. Zack, zack. So. Wir müssen nochmal rüberfliegen, der R2. Ja. Haben wir doch gleich. Oh, kann er gar nicht. Was? Das hängt dann immer an den Kisten fest gerade. Ach stimmt, ist zu hoch für ihn. Irgendwie müssen wir erst die Kisten loswerden. Hm. Frieden können mit der Macht hochgehalten. Ah, okay. Und ab in den Zug. Ah, schön, dass der Droide kam mitbringt. Ja, aber echt. Zack. So. Und was soll das denn? Aufs Lila, ne? Da hinten. Da hab ich's hergeholt. Ach so. Ja, dann. Brauchen wir nicht. Einfach weg damit. Ah, nice. Vielleicht muss das auch gar nicht weg, aber doch, das muss da 100 pro weg. Links, um weiterzukommen oder so. Ah ja, da drauf. Jetzt der Blind Jump oder was? Okay. Alter, wie auf dich runterfliegen im Level. Ist der Skywalker, ich schaff's nicht hinüber. Ist der Skywalker, kommt schon. Ich schaff's halt echt nicht darüber, das gibt's nicht. Jetzt aber. Hebe den Druiden. Und schmeiße ihn hinüber. So wie es dem Meister Yoda beigebracht hat. Mhm. Und der nächste Zug. Obi-Wan, was
Kannst du mal aufhören, den Zug kaputt zu machen, Obi-Wan? Ich bin auf Krawall aus gerade. Merk das schon. Wir müssen zu einem Zug entlang, oder? Denk mal. Rück Y, um mit dem Kran zu fahren. Was ist ein Kran? Ach, du musst R2 mitnehmen. Also ich kann das Ding jetzt irgendwie... Aber wohin? Die Seite, oder? Achso, das... Nee, wo... Ah, doch. Okay. Perfekt. Ah, herrlich. Da noch ein paar Steine mitnehmen. Ah, das ist eh so ein Level, da kriegen wir safe nicht. Dings Jedi hier, Vara Jedi, weil wir jetzt oft sterben durch runterfallen. Na, real talk. Wodurch wurde das denn jetzt getriggert? Ich weiß es nicht. Willkommen, Padme. Speedrunner. Ja. Ja. Voll der Idiot, der R2. Oh, ich bin gefangen. Ich auch. Aber ich kann ja drüben irgendwas machen, maybe. R2, komm her. Irgendwas Cooles gemacht. Bei mir nicht, glaube ich. Ich wüsste nicht wo. Kann C3PO das Feuer hüpfen irgendwie? Oder kann ich da mit Anakin einfach rüberspringen? Nee. Ich habe hier das Teil aufgemacht. Ach, warum ist C3PO so langsam? Aber hier ist auch keine Konsole oder sowas. Nee, der kann auch nicht durchs Feuer. Ach, warte mal, ich muss das Teil hier reparieren, glaube ich. Das hier, wo soll das denn? Oben. Oben in die Mitte. Ah ja. Ist das was auch noch? Nee, oben rechts bei dir. Also jetzt da, wo du drunter stehst quasi. Nee, ich muss hier gar nichts machen gerade. Das ist nach rechts oben bei dir heben. Rechts oben? Ja, ganz hier, rechts oben bei dir im Bild ist da eine Leitung. Ah, da oben. Jetzt sehe ich es erst. Ich habe gedacht, hier dran, hier, wo ich drauf schlag. Nee, ich glaube nicht. Kannst du jetzt nochmal den Knopf drücken, oder? Nee, hä? Aber warum passiert denn nichts? Doch, kann ich nochmal machen. Ah, okay. Die Sprenkleranlage, man kennt sie. Okay, jetzt ist hier irgendwie was geöffnet. So, jetzt kann Padme die Tür öffnen. Ah ne, da muss C3PO nochmal dran, okay. Ach, der ist noch langsamer als im alten Teil, ey. Ja, das ist übel, ey. Hä, was muss ich denn da jetzt machen? Jetzt machst du es mal bitte richtig. Ja. Rechts, oben, unten, links. Okay, jetzt verstehe ich, was man machen soll. Kann ich jetzt auch zu dir kommen? Ich glaube, du musst jetzt warten wahrscheinlich, bis ich irgendwas gemacht habe. Dann müssen die jetzt nicht rausgezogen werden? Rein theoretisch. Ah ja, wenn man da hingeht, wird man rausgezogen bei mir jetzt. Ah, okay. Was kann ich denn hier so schön machen? Jetzt machst du die Schatten zu bei mir wahrscheinlich, naja. Ah ja.
Sonst durchgehen. Was ist das so ein Hebel? Kann ich den da irgendwie rausziehen? Nee. Da brauchen wir erstmal C3PO, der da ganz langsam hingeht. Ach ja. Zum Glück habe ich nur ein Das geht gar nicht. Was muss ich denn genau machen? Da wird auch angezeigt, dass ich die Macht noch nutzen könnte. Oh nein, ich muss jetzt ein Rätsel machen. Ah, okay. Dann mach mal. Jetzt aber. Achso, mit Padme kann man. Ach, ja. Gibt's Sinn. Das kommt in die Mitte. Das kommt nach oben. Das kommt nach unten. Nee, das bringt mir gar nicht. Hierdurch kann ich nicht. Aber darüber. Ach, jetzt hängt das da nicht richtig dran. Ah, hier ist ein Traktorstrahl außenrum. Was ist ein Schildteil? Ich will den roten greifen. Ach mein Gott, ey. Ja, den kriegt man geschenkt. Schieß, komm. Wo ist denn R2 jetzt bei mir schon wieder? Natürlich gestorben. So, jetzt kann ich hier irgendwo auch weiter. Was ist krass, dass man hier komplett getrennt die ganze Zeit rumläuft, ey. Ein bisschen schon, ja. Krieg ich das auf hier? Jetzt irgendwie auf der Brücke oder so. Keine Ahnung, wo ich bin. Welcher Charakter ist denn das? Ah, okay, den kann ich nicht, habe ich nicht. Hier kann Obi-Wan vielleicht helfen, steht bei mir. Muss das mal rausfinden, was ich hier machen muss. Geht das? Jawohl, ja geht. Okay, hier kann ich auch wieder was machen. So, was kann ich denn noch tun hier? Ich komme halt durch die Seitenteile bei mir nicht durch. Vielleicht musst du sonst auf mich warten oder so, ich weiß nicht. Passiert jetzt was bei dir? Ne, ich habe die riesen Sequenz bei dir gerade. Was ist das jetzt? Ha! Warte mal, kann ich das hier machen? Nee. Oh nein. Wie darüber schmeißen kann ich's nicht. Ich glaube, mehr kann ich gerade auch nicht machen. Ich muss diesen Traktorstrahl hier bei mir wegkriegen. Hier kann Obi-Wan vielleicht helfen, steht bei mir, wenn ich da hingehe zu der Konsole. Ich glaube, ich muss mit den Teilen, was ich hier habe, muss ich es da drüben abwerfen, aber ich krieg's da nicht hin. Ich komme da gar nicht so weit hin. Du kannst die Bombe doch nehmen, da mit der Macht. Ach stimmt, die setze ich gerade erst, ja. Okay, ist der Schal schon weg? Nee, das müssen wir auch noch machen. Sehe ich jetzt gerade erst. Zack. So, ah, jetzt kann ich an die Mittelkonsole ran. Nice. Wo du es gesehen hast. Ah, jetzt kann ich das auch, okay. Da ist er, der Grievous. Da ist er. Ist er denn eine Pistole bei mir? Denk, du kannst nix.
Oh, dass wir da Rätsel lösen. Oh, die sind recht easy. Ey, macht aber keinen Schaden. Da muss ich hier den Move machen. Stein zu. Nutzt die Macht. Oh, ist ja cool. Ah, nice, so Edeka ist bei mir. Ist auch neue Verstärkung. Ja. Ich habe jetzt hier anscheinend auch so auf Kollisionskurs gesetzt, denke ich. Ja, das Schiff ist ein bisschen schräger gerade. Der Alarm ist ja auch losgegangen, ey. Wie viele Gegner kommen denn hier noch, ey? Es geht. Wo ist denn der Kriegfuß? Pam, pam. Ach man, noch mehr Druidika. Ah, noch mehr Druidika. Wir wollen auch das komplette Level hier gerade getrennt spielen, ne? Ja, Mann. Okay, jetzt kann ich in irgendeinen Aufzug rein anscheinend. Ah, und weg hier aus der Brücke. Ah, jetzt darf ich bei dir mitspielen. Na komm, mit mein kleiner Tombi-Bot. Nee, so läuft das hier nicht. Guck mir zu, wie der Meister die Druidikas platt macht. Ich glaube, du musst da rechts irgendwas machen, kann das sein? Ja, ihr müsst aber auch hier killen. Hier ist Grifus. Ja, ich weiß. Das soll gut spotten. Schock den die ganze Zeit. So, jetzt können wir den Hebel machen. Dann haben wir es eigentlich geschafft hier, glaube ich. Kommen wir in der Mitte durch. Und haut der Grievous mal wieder ab? Nee. Ah, macht er gleich. Jetzt kommt Druidikas erst wieder. Schaut zu, kleiner Tombi-Bot. Ich kann da easy dran vorbei. Die ignorieren mich auch einfach. Oh ne, schieß auf mich! Von wegen, die ignorieren mich. In den Rücken geworfen. Ist so. Da ist er ja, Obi-Wan, hallo. Da ist er ja. Die Waschmaschine ist so wichtig. Und Grievous überlebt das Ganze noch. Na, ist so. Wie schaffen es diese kleinen Schiffe eigentlich immer zu entkommen, ey? Na, C-3PO jetzt endlich mal. Aber nur ihn anscheinend. Oh, Jedi haben wir auf jeden Fall nicht bekommen. Ne, 14% Uff, ey, uff. Hör mir auf, Mann. Uff, mal überhaupt kein Geld gemacht, ey, nie. Schmutz. Immer noch ein Minikit. So, was ist Grievous nächster fieser Plan? Das noch angezeigt? Nee. Nee. Na gut, dann nehmen wir uns das fürs nächste Mal auf. Damit war's es wieder mit der guten alten Folge Lego Star Wars 3 mit dem Twisty zusammen. Und ja, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Hoffentlich hattet ihr Spaß und damit bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.